Damn. Yeah. Ich grüße euch. Lange, lange ist es her. Mittlerweile. Dass ich ein Video gemacht habe. Heute habe ich mal wieder Bock. Irgend Zeit. Ich bin gerade, wie man unschwer erkennen kann, im Auto. Und bin gerade auf dem Weg nach Halle Saale. Und zwar hat mich der Sven mehr oder weniger eingeladen, doch mal zu ihm zu kommen, in der Heide ein bisschen zu fahren. Kein Problem. Deswegen bin ich da jetzt auf dem Weg hin. Bin auch ziemlich pünktlich. Wir haben es jetzt 5 nach 10. Ich habe ca. 8 Kilometer hinter mir gebracht. Könnte klappen. Weit ist es nicht. 30 Kilometer, glaube ich, bis zu dem Treffpunkt, wo wir uns treffen wollten. Oder treffen wollen. Was habe ich dabei? GoPro, wie man unschwer erkennen kann. Den Batera habe ich dabei, also den Ascender. Stativ, alles drum und dran. In welchem Stil ich das Ganze filmen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht so eine Art Vlog, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das da so ist. Er fährt aber öfters. Es kommen noch ein paar andere Leute. So wie er gesagt hatte, deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Halle ist zum Autofahren keine schöne Stadt. Deswegen habe ich mein Handy schön die Route vorgelegt, dass ich damit Navi fahren kann. Weil da ist so ein Stadtfest und alles und das ist ziemlich chaotisch da. Das ist so schon eine Katastrophe, da zu fahren. Aber jetzt mit den Stadtfesten ist es irgendwie noch schlimmer. Was mich wundert, ich bin hier der Einzige auf der Straße zum Sonntag. Wir haben jetzt 10.06 Uhr. Keine Ahnung. Gegenfahrbahn vorne fahren. Naja, wir werden sehen. Ich würde sagen, ich melde mich dann später nochmal. So Leute, jetzt sind wir hier angekommen. Da ist der Sven. Mahlzeit. Und hier haben wir den Thomas. Sorry, ich habe deinen Namen schon vergessen. Ich hab's nicht so mit Namen. Thomas fährt einen SX10. Wie man sieht. Ein schönes Modell. Viele kleine Sachen überall verteilt. Große Räder. Dann kommt der Rave von Sven. Auch einen neuen Look. Hier ist Gas Monkey. Was war es vorher? Umbrella. Und hier haben wir Finn sein Rave. Im Hydra. Hydra. Das könnte blenden. Der ist so ein Baguette, der Krebel. Das ist nicht eigentlich so. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Steinbruch. Und dann gucken wir mal nochmal, was da so geht. Oh, das war was ganz Dummes. Das weiß ich auch mehr aus dem Kopf. 313 oder 317 oder irgendwie sowas. Irgend sowas. Das ist ganz komisches. Aber so eine Karo.
treffe, nicht, dass ihr euch da gegenseitig in die Schippe. Kommst du nicht hoch? Kommst du nicht hoch? Zieh mal nach links, René. Nach links. Du hängst. Da gibt es halt einen Meter. So. Jetzt ab. Die so? Ja. Ja, geil. Deswegen reibungsloser als ich gedacht hätte. Ich hätte auch gedacht, das macht es schwerer. Ab. Gut, du musst erst fahren. Papa! Pass nur auf, dass er nicht fällt. Oh, krass! Krass, ey. So, jetzt waren wir hier im Steinbruch. Hier haben wir noch die Autos. Ohne Defekte. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt werden wir den Standort wechseln und dann werden wir Boot fahren. Boot fahren, sagt er. Nehmen wir nochmal den schönen SX10. Ich habe aber welche da. So, mal gucken, vielleicht mache ich während der Lauffahrt noch mal eine Aufnahme. Und dann sehen wir uns spätestens am Wasser. Der war so der Bötchen. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das ist ein Hobby King Scott Free. 73 cm, 4S. Absolut Stock. Nichts dran gemacht, außer den Fänger reingeschmissen und die Funke gemacht. Ansonsten haben wir noch. Was ist das? Das ist so ein F4-Ding, wo? Das ist ein FT-009, eigentlich war es mal, mittlerweile normalerweise brushed, jetzt so wie sie hier ist,
3S Brushless mit 3900 kV. Gemessene 63 Klamotten. Alles krank. Ja, aber was ist das, ein umgebauter Dune Fighter? Das war mal ein Dune Fighter, genau. Und dann haben wir hier den total übermotorisierten. Geringfügig übermotorisierten. Amevi? Was hast du am Start? Das ist irgendwo da oben. Ein Dakar. Wird man wahrscheinlich nicht sehen. Ah, der kommt. Da kommt er. Der kommt. Ein auch geringfügig übermotorisierter Dakar ist das. Kommt da angelettert? Was ist das? Das ist auch ein Wheelie oder was? Ah ne, Yamaha. Das ist das gleiche Ding. Original, aber das ist derselbe Chassis. Die Räder sind nicht schon 18, 17er Mitnehmer, ne? Ja. 17er Felgen hat er. Da bin ich aber gespannt. Wer geht wie die Pest, das Ding? Da hinten. Da bin ich schon mein Ritzel zersägt. Welches Hauptrad? Hauptrad. Wie das? Runter. Was machen die Jungs da hinten? Ah ja, Drecksabfahrt. Den Dreckberg, also den Kiesberg. Die Pläken da hinten lang. Komm mal her mit deinem Amevi hier. Shit. Ich wäre dir dankbar, wenn du das Klebeband nicht mit Sand vollhaust. Verstehe ich auch nicht. Ganz schön scheiße. Sind wir hier an dem See? Mal gucken. Er lässt gleich mal die Boote zu Wasser. Schön scheiße noch. Shit. Denkt doch nicht so weiter. Das war vorhin schon eine Grenze dann. Jetzt immer bin ich bis andere Seite ins Schiff gefahren. Ja, es ist zu viel Wärme. Das ist schon. Gleich die kleine, das ist noch lustiger. Es ist zu windig. Jetzt unbedingt wissen wir. Der macht die auf Crawler. Der macht die auf Crawler. Banane, oder? 60 plus, also wenn es Wasser zulässt. Was hast du gezahlt für das Ding? 100. 115 kostet bei Hobby King. Bei Hobby King. Ach, hast du neue gekauft, oder? Ja, ja, klar. Na, für 100 brauche ich den nicht gebraucht kaufen. Ja. Geh mal weiter runter mit der Kamera, dann komme ich noch mal drum rum. Das macht sich besser so für Slow-Mo-Dinger. Ich habe auf 80 FPS gestellt, sollte reichen. Was denn? Was macht das denn? Na, was könnte das gewesen sein? Hähnchen auf Drogen. Du musst ja nicht Vollgas sein. Nö, es reicht bei Musik. Genau, das ist gut. Oh, nein. Oh Gott. Hat es sich eben umgedreht? Ja, ich dachte, ich muss jetzt schwimmen. Ja, wäre auch nicht so schlimm. Nassen Arsch habe ich schon. Das ist richtig, könnte am Wasser gelegen haben. Na Kalli, wäre nicht im Boot noch was für dich? Boot? Wenn sie dann rauskommt aus dem Wasser, dann hat die echt Schwung. Ja. Das ist jetzt Halbgas. Ich lasse ihn mal herkommen. Ja, jetzt gräbt sie sich raus. Digga, nicht so dolle, wenn sie anfängt zu hüpfen, Finger vom Gas. Perfekt. Läuft doch.
alles gut? Nee, der ist hinten aufgekommen. Auf der Wheelie Bar. Das war auf Sach. Ich fange, wenn er zu weit fliegt. Verkackt. Thank you.